Es ist November, es ist Web Summit und wir sind wieder in Lissabon. Und wir sind hier in Lissabon, wie auch in den vergangenen Jahren, nicht allein. Wie man sehen kann, der Zustrom an Besuchern auf dem Web Summit ist ziemlich groß. Über 70.000 Interessierte sind dieses Jahr wieder da und sind gespannt auf die möglichen technischen Ideen und Innovationen, die sie auf der Messe hier finden. Aber man muss natürlich dazu sagen, diese Messe, diese Konferenz behauptet von sich, sie ist demokratisch. Und weil sie das ist, sind natürlich auch Kritiker zugelassen. Es gibt immer auch kritische Stimmen hier, wenngleich man sagen muss, sie wird definitiv nichts sein für Technologieskeptiker. 2150 Startups sind in Lissabon dabei. Sie kommen aus allen denkbaren Bereichen, von der Softwareentwicklung über Automobiltechnik und Healthcare bis hin zur Finanztechnologie und Green Tech. Die Hoffnung aller, sie finden neue Partner, seien es einer oder mehrere der über 1000 Investoren oder eine andere Unternehmung, die bei der Technologieentwicklung und oder Verbreitung helfen könnte. Vorzugsweise eine der großen. Insgesamt 200 Unternehmen sind hier als Partner gelistet. Die Hoffnungen auf dem Web Summit, sie sind groß, nicht nur bei den kleinen Unternehmen, bei den Startups, sie sind auch groß bei den großen Unternehmen. Denn sie erhoffen sich hier natürlich Zugriff zu kriegen auf die Talente der Zukunft, auf die Developer, aber auch natürlich neue Kontakte. Einer der Hauptanlegepunkte für die Besucher hier ist natürlich Amazon mit seinem Webservice. Wobei es natürlich auch strittig ist, was Amazon mit seinem Webservice macht. Denn es geht hier natürlich auch darum, wer hat künftig die Macht in der Cloud? AWS ist die Cloud, über die viele Unternehmen mittlerweile ihre Dienstleistungen anbieten. Aber das ist der EU vor allen Dingen ein Dorn im Auge. Peter Altmaier versucht jetzt mit Gaia-X und seinen Kollegen dagegen zu steuern. Margret Vestager versucht gegenzusteuern, indem sie halt die Regulierung in der EU durchsetzt und vor allen Dingen auch die großen Google, Amazon, Facebook in diese Regulierung zwingt. Sie ist hier einer der Top-Speakerinnen und wird erklären, wie sie künftig sich die digitale Welt vorstellt. Hier ist auch Michel Barnier, der Chefunterhändler der Europäischen Union für den Brexit. Und er wird erklären, wie das denn künftig weitergehen soll, zum Beispiel ohne britische Startups. Neben den Gesprächen mit Investoren und den Unternehmen oder Technologieexperten untereinander versteht sich der Web Summit auch als eine der größten Wissensplattformen. Technologie nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft. Beispielsweise zum Thema Datensicherheit und Datennutzung, zu dem Edward Snowden gleich zum Eröffnungsabend per Videokonferenz sprach. Oder Brittany Kaiser, die Whistleblowerin von Cambridge Analytics, die die Datenpraktiken bei den letzten Präsidentenwahlen in den USA offenlegte. Wir sind inzwischen in der Arena, die Main Stage, und die Teilnehmer des diesjährigen Web Summit sind mittlerweile gezählt. Es sind ganze 70.469 und 46,3% davon sind Frauen. Dieser Zuwachs der Frauenquote ist sicherlich auch Gillian Tans Initiative von Women in Tech zu verdanken. Ganz offensichtlich liegt es auch den Veranstaltern vom Web Summit am Herzen, dass die Frauenquote im Technologiesektor zunimmt.